This way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Jo Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video, wieder mal zu Aus Schrott macht Gold. Ich habe hier einen Penumbra Maizu oder so. Maizu Penumbra, das ist ein eine Eclipse-Nachbildung. Und jo, dieses Auto habe ich einfach auf der Straße gefunden. Es fährt sehr, sehr, sehr oft auf der Straße und deswegen ist es auch kein Rare Car, aber man kann aus diesem Auto was richtig Geiles machen. Und jo, ich würde sagen, fahren wir einfach mal in Alice Customs und gucken, was man da alles so machen kann bei diesem geilen Auto. Jo, so sieht es ein bisschen noch langweilig aus und ich finde es sogar hässlich so. Aber wenn man es dann richtig geil tunt, dann ist es einfach nur richtig, richtig geil. So, dann fangen wir doch mal an. Panzerung, jo, machen wir natürlich drauf. Bremsen, normal, mache ich irgendwie immer so Tuning-Updates und wer macht das nicht? Okay, dann hier, Frontsplitter gibt es den Carbon und Carbonsplitter mit Carnats, oder das? Ja, mit Carnats, das sind so, keine Ahnung, sind so, wie soll ich kann es nicht erklären. Dann gibt es hier Carbon mit Haken, lackierter Diffusor mit Haken, alles mögliche. EMS-Verbesserung, dann hier Titan-Doppelauspuff, Titan-Tuner-Auspuff, Sprengstoff natürlich nicht, finde das irgendwie total sinnlos. Dann kann man hier beim Kühlergrill kann man einen freistehende Luftkühler nehmen. Habe ich auch gleich gemacht. Dann hier eine Motorhaube mit Einlass, weil ich wollte eine lackiert und keine Carbon, weil ja. Habe ich eine irgendeine Hupe? Musste erstmal gucken, irgendwie, ja, welche Hupe passt denn dazu? Ja, das war irgendwie sinnlos. Wieso habe ich das gemacht? Irgendwie, ich hätte auch einfach irgendeine Hupe nehmen sollen, aber egal. Gut, Scheinwerfer sehen und das ist natürlich Standard irgendwie bei fast jedem Auto. Bei manchen passt sie ja nun irgendwie nicht, aber eigentlich bei jedem passt das. Ja, schwarzes Nummernschild hier nochmal schnell. Was haben wir denn hier? Irgendeine geile Farbe für das Auto. Für das passen irgendwie mehrere Farben. Ich habe jetzt, glaube ich, blau genommen, ne? Ja, hier, blau. Und dann hier einen geilen Perleffekt nochmal. Ja, genau, hier erstmal ein Perleffekt. Ja, weiß oder so. Genau, Frostweiß, Frosteis, Frostweiß. So, dann nochmal hier Sekundärfarbe, würde ich auch nochmal sagen, nochmal dieselbe, weil das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Notfallauto oder so. Schwarz geht eigentlich noch, sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ich wollte es irgendwie in derselben Farbe haben, irgendwie, keine Ahnung. Ist ja, das Auto behalte ich ja eh nicht, aber ich habe das Auto, weil das Auto ist irgendwie richtig, richtig, richtig geil. Das ist so ein Eclipse-Nachbau. Ja, nochmal hier blau. $679 kostet die Sekundärfarbe blau. Crew-Emblem, ja, mach mal auch drauf. Schadet ja nichts. Natürlich ein Überrollkäfig, da werden die Sitze verändert und die sind eben Überrollkäfig. Carbon-Dach nicht, das sieht scheiße aus bei dem Auto. Kommt drauf an, wie man es tunt. Seitenverkleidung haben wir hier, Tuning-Seitenverkleidung 1 und 2. Ich finde 2 am besten, weil das nur so ein schwarzer Carbon-Rand. Hinten haben wir hier noch Spoiler, das finde ich geil. Da gibt es richtig geile Spoiler. Tuner-Flügel, GT-Flügel, hoher Spoiler und niedrigen Spoiler. Ja, natürlich Tuner-Flügel, weil der sieht irgendwie am besten aus, finde ich. Jo, Federung natürlich ganz nach unten gelegt. Natürlich, das ist ein Muss. So, Getriebe, Turbo, jo, und Reifen. So, Felgentyp, mal gucken, was wir da haben. Sport, Inferno, nein, 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 nein. Hier, Merci, nee. Was ist denn gut? Das ist ja, das sieht doch ganz nice aus. Dann irgendeine geile Farbe. Ja, nehmen wir mal auf die Schnelle Weiß, würde ich sagen, ne? Und ja, Tuning-Reifen und ja, blauer Qualm, jeps. Fenster nochmal verdunkelt auf Limousine und jo. Gut, dann ist das Auto fertig getunt und jo. Das war's dann mit dem Video. Ich würde mich für einen Daumen nach oben freuen, für einen letzten Kommentar oder sogar für ein Abo, falls ihr nicht mehr verpassen wollt. Haut rein! Und jo, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Wünsche habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, zum Beispiel ein Tuning-Treff oder keine Ahnung, was weiß ich, was ihr wollt. Jo, ich habe nochmal die Leute gekillt, aber das ist jetzt auch egal. Und dann einfach tschüss, haut rein, ich lasse euch noch ein bisschen Gameplay von dem Auto drinne und jo. Jo, dann nochmal ein kurzes Dankeschön an 130 Abonnenten. Richtig geil von euch, 130 haben wir es geknackt. Die 140 sind bald auch bestimmt wieder da. Und jo, dann sage ich einfach tschüss, haut rein, fleißig weiter kommentieren, liken, abonnieren, meine Videos gucken. Joa, Links sind alle unten in der Beschreibung. Und jo.